Frau Hartmann, wie sind Sie zu dieser Sportart gekommen? Ich habe eigentlich mit einer Freundin angefangen, zum daheim ein bisschen umeinander experimentieren. Das hat dann alles nicht so wirklich funktioniert und dann haben wir uns in YouTube auf die Suche gemacht nach Videos und da bin ich zu Felix Kane gekommen. Und wo ich das Video für ihn zum ersten Mal gesehen habe, war für mich klar, das möchte ich lernen. Und dann habe ich mich angefangen zu informieren und so bin ich dann zu Nele Seert gekommen, weil sie die einzige dazu mal war, wo Ausbildungen angeboten hat in Pole Dance. Was ist das Reizvolle an dieser Sportart? Das Reizvolle an der Sportart ist, dass du alleinig mit der Pole den ganzen Körper komplett durchtrainieren kannst, vom Seitel bis zur Sohle. Es ist ein wahnsinniger Kraftaufbau, dein Körper wird schön definiert und du tust ohne was für deine Flexibilität, für deinen Ausdruck und für deine Haltung. Gibt es auch Wettbewerbe beim Pole Dance? Ja, es finden immer wieder auf der ganzen Welt, mehr oder weniger eigentlich auf der ganzen Welt, Wettbewerbe, Meisterschaften, Weltmeisterschaften statt. Es war letztes Jahr in Zürich war die Weltmeisterschaft und dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft in Brasilien. Wie kommt diese Sportart in Vorarlberg bzw. bei den Vorarlbergern an? Pole Dance wird immer besser angenommen, weil es jetzt einfach langsam als Sportart anerkannt wird und nicht mehr jeder denkt, das ist das Typische, was man nur in der Table Dance lokalisiert, sondern die Leute lernen jetzt langsam, dass es wirklich richtig harter Sport ist.